Hey Folks und herzlich willkommen zurück zu Lex Mortis. Hier sehen wir gerade diesen wunderschönen Wasserfall, der uns vielleicht mal das ein oder andere Gruselige aus der Vergangenheit ein bisschen vergessen lässt, auch mit schönen Fischen hier im Teich. Und ja, hier oben ist diese tolle Brücke, die wir runtergefallen sind. Ich habe mir jetzt mal einen Arzt gesucht, haha. Der hat mir schöne antiphobische Tabletten verschrieben oder so. Nein, Schmarri. Ist natürlich alles nur Blödsinn. So schlimm ist das Spiel ja nun auch nicht, auch wenn es doch durchaus den ein oder anderen Schockmoment hat. Und ja, wir stehen jetzt vor der Aufgabe, wieder mal ein Haus zu erkunden. Fangen wir doch am besten gleich damit an, ne? Tun wir gar nicht lang rum, sondern gehen hinein. Bin ja gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Hier ist ein Plan von was auch immer, das weiß ich nicht genau. Okay, und hier haben wir eine weitere Notiz, die lesen wir. June 23, 2017. The place where they brought kidnapping is look like an underground base. I saw a few entrances. There's the main elevator, apparently for delivering those people on the base. There's also a small entrance near the southern Birdwood coast. Ich bilde mir ein, die hätten wir schon gelesen, aber auf jeden Fall sagt uns, dass da gibt es einen Ort, wo sie die gekidnappten Leute hinbringen. Das schaut aus wie eine Untergrundbasis. Und derjenige, der das geschrieben hat, hat wohl ein paar Eingänge gesehen und es gibt auch einen Hauptaufzug, um die Leute da anzuliefern. Aber da ist auch ein kleiner Eingang in der Nähe von der Küste Birdwoods. Ja, und hier sehe ich schon wieder so viele rote Lichter. Okay, take a look at the map. Schauen wir mal. Aha, das ist also jetzt Birdwood, okay. Great, now we know where to go. Ja, wissen wir das jetzt? Steht das jetzt auf unserer Map drauf? Primary Object, find an entrance to the underground base. Okay, das ist dann wohl da unten. Das ist gut. Schön finde ich auch, dass wenn wir in der Map sind, dass wir uns dann trotzdem weiter bewegen können im Hintergrund scheinbar. Macht ja auch total viel Sinn. Und diese roten Lichter finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verstörend. Sind es Augen dieser Leute, die uns beobachten? Oder was ist das? Sind es Spiegelungen von irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären, aber es gruselt mir schon wieder ein bisschen. Mich schüttelt es da gleich. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Hier können wir nicht rein, okay. Aber wir können das Haus auf jeden Fall wieder verlassen. Und jetzt gucken wir doch mal auf der Map. Wir müssen praktisch 180 Grad uns drehen und in diese Richtung laufen. Okay, dann tun wir das doch mal. Auch die Natur wieder mal wunderschön, wie ich finde. Da vorne ist der Leuchtturm. Und hier plätschert's. Das ist dann wohl der Fluss hier. Ich muss wahrscheinlich in die... Was? Nein, ich laufe in die falsche Richtung. Laufe ich so in die richtige? Es wäre natürlich cool, wenn sich der mitdrehen würde. Mal ganz kurz... Ja, so sind wir richtig, okay. Und dann leicht links halten. Naja gut, man kann ja auch mal ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Das sieht man ein bisschen mehr von der Natur. Wir sind ja Open World und soll dem Ganzen ja keinen Schaden tun. So, jetzt kommt hier ein kleiner Dreckwall. Der sich so langsam, aber sicher mit Gras und Farnen füllt, wenn wir näher kommen. Ja... Hier ist wohl irgendwas eingestürzt. Da war mal ein Sturm. Ich glaube, der ist auch noch gar noch nicht so lange her. Den haben wir sogar miterlebt. So, jetzt sind wir auf einer Straße. Checken wir mal nochmal. Die Straße müssen wir jetzt lang. Alles klar. Kriegen wir hin. Ich nehme mal einen kleinen Schluck. Um noch automatisch ein bisschen nervöser zu werden. Genau. Schöner Feldweg. Und es scheint auch so Nieselregen gerade zu geben. Zumindest sieht es ein bisschen danach aus. Okay. So, da rechts sahen wir ein kleines Felsmassiv, das jetzt plötzlich von Wolken verdeckt ist. Wieder da und weg und da und weg und... Ja. Aber ich glaube, da müssen wir ungefähr hin. Da drüben ist wieder ein Haus. Da können wir auch mal hinschauen. Biegen wir doch gleich mal hier ein bisschen ab, oder? Ja. Oh, das ist sogar ein Dörfchen. Was ist das denn?
Birdos Village? Ah ne, da dürfen wir eigentlich gar nicht hin. Ich guck trotzdem mal. Vielleicht gibt es ja was Spannendes zu entdecken, die ein oder andere Notiz, die wir noch nicht haben. Wir wollen ja möglichst viele Infos auch finden, was hier so abgeht. Oh, und hier ist mal eine Feuerstelle, ein Ofen, ein Kachelofen, was auch immer genau, der noch nicht mehr brennt. Ja. Hier können wir nicht rein, aber wir können reinschauen. Und klar, er läuft aufs Dach. Na klar. Haben wir, können wir reinschauen? Nein. Schade. So. Da stehen wieder tonnenweise Fässer. Leider keine Info, was in den Fässern mal drin gewesen sein könnte. Dann schauen wir mal hier noch. Ist das wahrscheinlich so das Fischerdorf hier auf der Insel? Habe ich so das Gefühl. Und hier sind auch wieder diese ganzen Fangnetze. Da können wir noch reingehen. Oh, ich möchte da nicht runterfallen. Dann können wir da reingehen. Von der Seite, ja. Okay. Hier ist der gleiche Ofen. Okay, und der Eingang hier ist mit Regalen verstellt. Geht also nicht. Zack, 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 zack. Und hier kommen wir. Da irgendwie besteht die Möglichkeit, dass wir hier reingehen können. Oh, sah offen aus, als wir hergelaufen sind. Schade. Naja, gut. Hier ist wieder so ein Jagdstand. Bei allen Jagdständen ist die Treppe gleichmäßig abgebrochen. Okay, und es ist Windstille, wie ich sehe. Und jetzt mal ganz kurz rechts rum wieder, alles klar. Zack. So, hier können wir noch vorbeilaufen, da waren wir schon drin. Können wir hier reingehen? Nein, das Haus ist auch zu. Und dieses Haus scheint auch geschlossen zu sein. Okay. Na gut, dann auf zur Mission, würde ich vorschlagen. Durch den Schutt. Ja, kein Spreisel reinjagen. Ich habe nämlich keine Tetanus-Impfung. Schönen abgestorbenen Bäume hier. Und links rum. Hoffe ich doch zumindest. Ja, und dann sind wir auch gleich da. Tü-tü-tü, so ein kleiner Tagesspaziergang durch die Wälder ist doch auch recht entspannend, oder? Also ich mache das ja privat auch ganz gern, vor allem wenn ich arbeite und vor einem Problem stehe und ich weiter weiß, wie soll es jetzt weitergehen, wie löse ich das Programmierproblem und so weiter. Dann gehe ich einfach mal ein paar Minuten an die frische Luft, höre dabei schöne Musik und dann löst sich das Problem meistens von selbst. Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich weiß nur nicht, ob wir hier richtig sein wollen. Yo, Entrance. Open the door. Greifen wir's an. So, jetzt gucken wir mal, wie wir in diese Underground Base hier reinkommen. Und ich sehe schon wieder nichts und die Musik schlägt schon wieder um. Get to the Underground Complex. Okay. Das sollten wir doch hinbekommen, oder? Hier hängen ein paar Kabel rum. Es gibt zumindest noch Fenster. Oh, das ist schon ganz schön laut auf dem Ohr. Dieses Mal erschreckst du mich nicht, du Kurzschluss. Wundert mich sowieso, das sind doch eigentlich so Öllampen. Warum hängt denn da Strom dran? Large and deep elevator shaft. Just what I wanted. Okay, großer, tiefer Aufzugschacht. Genau das, was er wollte. Und ich bin jetzt irgendwie... Ich fall hier gerade runter. Das ist vielleicht uncool. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen und ich kann mich auch nicht mehr bewegen, aber er bringt uns... Doch, okay. Ja gut, dann müssen wir da halt ein kleines bisschen besser aufpassen, ne? Das ist aber natürlich auch blöd, weil man halt echt nicht sieht, wo es runtergeht. Na gut.
Warte, wo ist denn der jetzt? Wo fängt denn der an? Hier. Oh. Cool. Naja gut, dann stellen wir uns doch mal auf den Aufzug drauf. Warum kam der gerade denn nicht? Ich bin verwirrt, aber Use mit F. Okay. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ein bisschen ein untypischer Aufzug, aber ist eher so ein Lastenbeförderungsteil. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Was da jetzt auf uns zukommt. Wird er schon langsamer? Der wird langsamer. Und hier geht's raus. Okay. Aber da komme ich nicht weiter, oder? Kann ich mit dem nochmal tiefer fahren? Ich hoffe, dass er... Okay, nee, ich kann ihn nicht mehr betätigen. Kann ich dann da einfach runterspringen? Wollen wir das riskieren? So, vielleicht auf die Paletten drauf, weil das Holz bremst ja vielleicht doch ein bisschen, hä? Jo, hat geklappt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht mehr zurück. No return. Just forward. Okay, game saved. Das ist schon mal uncool. Also eigentlich cool, aber... I don't know if it's the underground complex, which was discussed in the note, but it fits, and also I don't have any options. I need to move forward and finally find out what happened here, and also how it's connected with the vanishing of my mom and other people. Okay, also er ist sich nicht sicher, ob das jetzt die Untergrundbasis ist, von der in diesen Notizen stand, aber es gibt ja eh keine andere Möglichkeit, wir haben ja keinen Weg mehr zurück und so, ne? Und ist egal, er muss auf jeden Fall, oder wir müssen auf jeden Fall rausfinden, ob dieser Ort mit dem Verschwinden unserer Eltern und der anderen Leute zu tun hat. Hier haben wir eine weitere Notiz. June 28, 2017. The biggest part of the base is underwater. Not a surprise. They wanted to hide it from islanders. Okay, ja, der größte Teil der Basis ist unter Wasser. Das überrascht nicht, weil sie wollten es ja vor den Inselbewohnern verstecken. Yo. Oh, da vorne läuft schon wieder so ein Typi rum, oder? Sieht auf jeden Fall top modern aus hier. Läuft da so ein Typ? Bin mir nicht sicher. Egal. Hier ist eine Notiz, die lesen wir natürlich auch durch. June 28, 2017. No way. I've made this way far not for just dying here. I will get out and I'll tell the whole world about this place. You can't stop me now, you bastards. Okay. Keine Chance. Ich habe diesen weiten Weg nicht gemacht, um hier zu sterben. Ich werde hier rauskommen und der ganzen Welt von diesem Ort erzählen. Diese Bastarde können mich wohl nicht stoppen, hat der Verfasser dieser Notiz behauptet. Ob er es überlebt hat, weiß ich nicht. Aber auch das werden wir vielleicht herausfinden. Okay. Move forward. So, und hier vorne scheint so eine Laserschranke zu sein. Das heißt, hier ist auch eine. Können wir die abschalten irgendwie? Oder wir müssen wahrscheinlich durch, wenn sie aus ist, ne? Dann warten wir mal ganz kurz. Und Action. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Waffen, die wir nicht nehmen können. Schade eigentlich. Oh, ja. Hab's geschafft, okay. So, dann gehen wir hier lang. Da ist auch wieder so eine Lichtschranke. Ist das mit... Nee, ist keine Notiz, okay. Und da wird's dann wieder dunkel. Und durch. Okay, hier ist wieder sehr wenig Licht, ja. Oh, was haben wir denn hier? Eine Selbstschussanlage, die sich im Kreis zu drehen scheint. Okay, wir können hier nicht rennen. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, bevor die wieder einmal rumgekommen ist. Und in diesen Aufzug rein. Den ich hoffentlich irgendwie, ja, usen kann. Sehr gut. Okay,
Nächster Step geschafft. Ich bin gespannt, was jetzt nach dem Öffnen der Tür auf uns wartet. Na komm. Da fehlt jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik so zur Unterhaltung. Okay. Wir sind tiefer. Und es ist wieder sackdunkel. Und da bewegt sich doch irgendwas, oder? Ah ne, es war nur eine Lichtreflexion. Okay, hier man sieht immer wieder mal vereinzelt so zwei, drei Objekte. Da leuchtet was Rotes. Das könnte ja wieder mal ein Schlüssel sein. Ja, oder eine Card, okay. Ja, schade eigentlich. Jetzt sehe ich nämlich wieder gar nichts mehr, wo ich das Ding hier aufgenommen habe. Man sieht hier nur die Decke. Wir kommen von hier. Können wir in die Richtung vielleicht weiterlaufen? Nein. Und in die hier geht es wahrscheinlich auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Ich sehe hier auch keine andere Abzweigung. Mensch, eine Taschenlampe wäre doch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Gucken wir mal, vielleicht geht es ja noch tiefer. Oder fährt er jetzt wieder hoch? Ich lasse mich mal überraschen. Wo wir hinkommen. Bisschen schade, dass wir selbst kein Spiegelbild haben, muss ich sagen. Okay, jetzt sind wir wieder hier oben. Müssen wir hier oben vielleicht noch irgendwo mit der Karte hin? Schauen wir mal, ob es hier irgendwo eine Tür gibt, die wir vielleicht übersehen haben könnten. Ah ja, hier hinten geht es auch weiter. Dann laufe ich doch mal in diese Richtung. In der Hoffnung, dass uns dieser Laserstrahl nicht erwischen wird. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Aber ich sehe hier keine Tür, nichts. Jetzt bin ich gespannt, ob uns der Laserstrahl entdeckt. Ich gehe mal ganz ins Eck und gehe mal in die Hocke. Weil gleich wird er hier sein. Oh oh. Oh, er ist vorbeigedreht, okay. Ist hier eine Tür irgendwo? Nee. Keine Türen, nichts. Oh fuck. Ja gut, dann das Ganze halt nochmal. Hilft ja leider nichts. I don't know if it's the underground complex. Oh, okay. Jetzt haben wir einen kleinen Soundbug also auch noch, verstehe. Die Notiz hatten wir ja schon. Und ich glaube, wir müssen diese Karte müssen wir auch nochmal organisieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht für den Waffenschrank da hinten ist. Ich weiß es nicht. Probieren wir doch einfach mal aus, oder? Das heißt, jetzt hier gleich da lang, dann um die Kanone nochmal rum, wieder runterfahren, diesen Karten-Key holen, diese Keycard holen und dann wieder hoch und mal an den Waffenschrank rangehen. Oh, oh, ja, wir sind durchgekommen, okay. Hoffentlich sind wir schnell genug, dass wir an dieser Selbstschussanlage jetzt vorbeikommen. Die scheinbar Schüsse abfeuert und gleichzeitig auch noch Flammenwerfer darstellt. Naja, also ich finde hier jetzt gerade zumindest keinen anderen Eingang, keine andere Abzweigung, nichts. Jetzt fahren wir einfach nochmal runter und gucken, was passiert.
Komm schon. Es ist kein Highspeed-Aufzug auf jeden Fall. Ja, oder wir müssen einfach echt extrem tief runter. Naja. Okay, dann gehen wir mal den Gang wieder entlang. Heißt ein Gang eigentlich Gang, weil er sich auch entlang reimt? Müsste hier jetzt nicht eigentlich diese... Ah ja, da vorne, okay. Dann nehmen wir das Ding mal auf. Eine Abzweigung war hier ja nicht ersichtlich, was aber halt auch leider daran liegen kann, dass wir es vielleicht auch einfach gar nicht sehen. Ich gehe mal hier direkt an der Wand entlang und drücke auch immer nach links, ob er nicht vielleicht irgendwo einfach mal nach links verschwindet plötzlich. Aber es sieht nicht so aus. Nee, 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 okay. Oh, können wir hier? Nee, können wir auch nichts. Sonst hätten wir vielleicht durch die Kachel gehen müssen oder so. Oben drauf auf diesen hier können wir auch nicht. Okay, dann fahren wir halt nochmal hoch. In der Hoffnung, dass die Laserstrahlen jetzt nicht direkt schon auf uns zeigen. Aber wenn es schlau programmiert ist, dann kann das nicht passieren. Weil dann ist das abhängig davon, wann wir ankommen. Dass er dann die Animation praktisch neu startet. Ja, und ich glaube, das geht in die Hose. Ich verstecke mich hier mal. Okay, sie ist vorbei. Dann gehen wir jetzt da mal vor. Und warten hier mal ganz kurz, bis der noch ein Stückchen und noch ein Stückchen und jetzt laufen wir. Und dann müssen wir hier ja auch noch durch. Hier ist aber auch keine weitere Abzweigung, ne? Nee. Ich warte lieber noch eine Periode ab, eine Sequenz. Okay, und go. Hier sind wir durch. Und rechts um. Jawohl. So, vielleicht bekommen wir jetzt eine schnicke Waffe hier. Fände ich cool. Und ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wo wir hin sollen mit unserem Passkey. Nach oben geht's ja auch nirgends, ne? Ja. Ja, schade, war wohl nix. Und nochmal mit dem anderen Aufzug ganz nach oben fahren bringt auch nichts. Aber hier ist ein Raum dahinter auf jeden Fall. Aber es könnte auch ein Grafikbug sein, einfach nur. Ich weiß es nicht. Und durch. Okay. Diese Lüftungsschächte können wir auch nicht öffnen. Nein. Geht's hier vorne nochmal ab? Ein Stück zurück. Einfach nur, um es ausschließen zu können. Macht ja vielleicht auch Sinn, aber hier ist auch nichts, wie es aussieht. Hier kann man auch durchschauen. Da ist auch nochmal ein Gang dahinter. Die Notiz kennen wir. Und hier ist wieder dunkel ohne Ende. Ja, das war das, wo wir runtergesprungen sind, genau. Aber hier können wir ja auch nicht weiter, ne? Nein. Und weiter zurück ist nicht. Ach, schade. Können wir hier abbiegen? Nee. Sah nur so aus. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt wird es gleich wieder dunkel. Obwohl wir mittendrin sind? Nee. Okay, diesmal nicht. Also die Lichtbugs sind doch noch durchaus beträchtlich. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da oben? Nein. Auch nicht. Hier? Aber da kann man auch durchschauen.
So, jetzt kommt diese Schussanlage wieder in die Richtung. Okay. Ne, ich warte noch kurz. Jetzt. Okay. Dann laufen wir doch an dem Ding nochmal vorbei und gehen geradeaus. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Da laufe ich jetzt auch mal rechts an der Wand entlang. Und zurück dann links. Vielleicht können wir irgendwo ja reinrutschen. Was ich bloß noch nicht gesehen habe. Es geht hier nirgends rein. Schade eigentlich. Bin ich schon ganz hinten jetzt? Okay, das Geräusch ist neu. Hier durch die Tür kommen wir auch nicht. Und dann machen wir das gleiche jetzt nochmal auf der Seite hier. Wobei hier wieder diese ganzen Säulen sind. Oh, da komme ich auch nicht rein, okay. Hier drüben vielleicht? Nee. Schaut nicht so aus. Okay, dann fahren wir nochmal runter. Hello, James. Downstairs, please. Indeed, sir. Ja, das wäre schon was. So ein Loft mit einem eigenen Aufzug, Fahrstuhlwärter. Das wäre schon geil. So, komm. Und wir sind wieder draußen. Okay, dann ja, hier habe ich jetzt leider wieder keine Reflexionen vom Gesicht her. An der Wand entlang. Das sind blaue Kisten. Und hier kann man ganz leicht kann man die Wand erkennen. Hier ist auch eine Kiste. Also rumgehen. Na. Okay, und hier ist der Wand, glaube ich. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Und das finde ich gerade eher weniger gruselig als eher nervig, ne? Ja, schade. Schade, schade, schade. Ist das abhängig, welchen ich drücke, welchen Pfeil, wo ich hinfahre? Nee, ich kann nur, egal. Ne? Hm, was tun wir? Hier oben geht es aber auch nicht weiter. Also wenn hier auf den Kisten irgendwie steht, dass da was gewesen wäre. Ich bin echt verwirrt, sorry. Ist das da vorne ein Stuhl? Nee. Okay. Aber hier bröselt auch ganz schön viel von der Decke runter. Doch, das ist in der Tat ein Stuhl. Stuhl und eine Kühlbox. Ich verstehe. Das ist doch irgendwas mit dem Ding hier. Ne, jetzt fährt er wieder hoch. Ja. Keine Ahnung. Werden wir den Weg finden, liebe Freunde? Wir werden es erfahren in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao.